Handball-Zweitligist HSG Gensungen-Felsberg ist ohne Zweifel die Überraschungsmannschaft der Liga. Sensationeller 7. Platz für die Edertaler bislang in der Hinrunde. Den Grundstein für diesen Erfolg legte die HSG zu Hause in der Kreissporthalle. Am Samstag kam der Tabellennachbar, der Tabellensechste, frisch auf Göppingen nach Gensungen. Die Hölle des Nordens für die HSG einfach himmlisch. 7 Siege aus 8 Spielen, die Edertaler sind das viertstärkste Heimteam. Sogar Spitzenreiter Dormhagen wurde in der Hölle zum Teufel geschickt. Nicht mit Angstschweiß, aber mit Respekt reiste der 11-fache deutsche Meister und zweimalige Europacup-Sieger frisch auf Göppingen in die Gensunger Kreissporthalle. Trainer Kurt Reusch hatte so eine Vorahnung, was ihn da erwartet. Ja, wir sind nicht zum ersten Mal hier, wir haben das letztes Jahr schon erlebt. Das ist eine fantastische Handballstimmung. Ich denke, das stimuliert nicht nur die Heimmannschaft, das kann auch die Auswärtsmannschaft stimulieren. Und darauf hoffe ich heute. Platz 4 ist das Saisonziel der Schwaben. Spätestens fürs Jahr 2000 ist Bundesliga-Handball in der Hohenstaufenhalle Göppingen angepeilt. Nach 3 Schlappen in 10 Novembertagen rutschte das Team auf Platz 6 ab. Die jüngste Pleite übrigens kassierten die Schwaben drüben hinterm Heiligenberg in Melsungen. Historischer Moment am Samstag, Bozo Rudic trifft für FA Göppingen zum 1:0. Es sollte die einzige Führung für sein Team bleiben. Roman Wojcik, zweitbester Werfer der zweiten Liga, drehte per 7 Meter in der 5. Minute den Spieß um. Ab jetzt gab's für Grün-Gelb kein Halten mehr. Die HSG präsentierte Handball vom anderen Stern. 3 Teufelskerle sorgten in der Hölle des Nordens für ein himmlisches Vergnügen. Torhüter Carsten Lehmann, Roman Wojcik und der Mann mit dem Rückraumbums Robert Gerhardt. Für das Sahnehäubchen der ersten Halbzeit sorgte Lars Siebert, der Ex-Melsunger. Mit dem Halbzeitpfiff gelang ihm das 14:5. Eine grün-gelbe Handballdemonstration gegen den Tabellensechsten. Und das 48 Stunden nach der Silvesternacht. Es wurde weitergefeiert in Gensungen. Natürlich nur O-Saft und Apfelsaft bei uns. Und gleich im Trainingslager morgens um 9 gestartet. Nee, natürlich haben wir ein bisschen gefeiert. Aber wir haben uns schon wirklich zurückgehalten und wissen auch die Bedeutung des Spieles. Roman Wojcik mit der Nummer 5 und die 13 Robert Gerhardt. 11 von 15 Toren hatten sie in Halbzeit 1 im Alleingang besorgt. Die Messe war quasi gelesen, Gensungen feierte zum zweiten Mal Neujahr, die Trickkiste wurde ausgepackt. 34. Minute, Arndt Kaufeld auf Lars Siebert und der per Kempertrick zum 17:15. Wenig später sogar 13 Tore Vorsprung, ein Debakel für Göppingen. Doch so schickt man freundliche Neujahrsgäste nicht auf die A7 zurück, dachte sich wohl die HSG. 10 Minuten kein Tor, gleich 5 Treffer auf der anderen Seite, hier gleich der zum 14:23 durch Rudic. Diese Tore machten aus Gensungens Trainer Günther Böttcher, Werner Loran, Giovanni Trapattoni und Winfried Schäfer in einem. Doch dann war Schluss mit lustig. Marco Göbel brachte per Tempo-Gegenstoß den Hexenkessel mit seinen 24:15 zum Kochen. Am Ende hieß es 27:20, eine Gala-Vorstellung vor einer Rekordkulisse von 1.100 Fans. Herr Böttcher, frisch geduscht, der Schweiß ist weg, ist die Stimme auch wieder da? Die ist wieder da, ja. Vor allen Dingen, sie hat mir zwar lange gefehlt, weil ich die ersten 45 Minuten sprachlos war über die Leistung meiner Mannschaft. Das wollte ich Sie gerade fragen. Haben Sie Worte für so eine Leistung über 45 Minuten zumindest? Die ersten 45 Minuten waren der beste Handball, der seit Jahren hier in Gensungen in dieser Halle gespielt worden ist. In der ersten Halbzeit, Roman Wojcik und Robert Gerhardt machen 11 von 14 Toren, sicherlich ganz stark. Aber der Held des Abends, würden Sie mir recht geben, ist Ihr Torhüter, ist Carsten Lehmann. Ich möchte die ganze Mannschaft hervorheben, aber die drei haben heute Abend absolut Bundesliga-Handball geboten.
Sie haben nicht gegen irgendjemanden gespielt, Sie haben gegen Göppingen gespielt, die blicken weiter nach vorn. Müssen Sie Ihr Saisonziel jetzt nicht auch noch mal so ein bisschen überdenken nach so einer Leistung? Wir denken nach vorne und wir blicken auch nach vorne und wir wollen Friesenheim und Göppingen angreifen, von der Position her. Haben Sie eine Platzierung? Wo wollen Sie am Ende landen? Wenn wir dort stehen und vielleicht noch ein bisschen mehr, wäre toll. Auf jeden Fall diesen attraktiven, diesen super Handball, der im Augenblick auch heute von 1000 Leuten honoriert worden ist, wollen wir versuchen weiterzuspielen. Besser geht's nicht. Jetzt seid ihr dran. Nachmachen, TG Melsungen.